wir versuchen mal ein Vogelhaus zu bauen. Das soll später mal so aussehen. So, nun habe ich die ganzen Teile geschnitten. Das soll mal später der Boden werden. Unter dem Boden drei Hölzer. Ein Abstand zum Boden soll nicht verfaulen, deswegen. Nun habe ich hier die Seitenwände vorbereitet. Das gleiche zweite Seitenwand. Die Rückseite und das Vogelhäuschen soll vom Boden abnehmbar sein. Deshalb nochmal dieser Rahmen und die gleichen Brettlängen und aufs Dach. Für das Dach benutze ich das alte Blech. Ich nehme Nägel. Ihr könnt Schrauben nehmen, ist besser. Ich nutze jetzt hier Nägel. Das sind übrigens auch alte Hölzer. Ihr könnt da natürlich hochwertigere Sachen nehmen. Dann werde ich das alles zusammenbauen. Wir fangen erstmal mit dem Boden an. So, bereiten wir den Boden vor. Damit das Holz nicht gespalten wird beim Einnageln, da sollte man immer einen Tätsch auf die Spitze geben. Da ist die etwas abgerundet und das Holz wird sich dann nicht spalten. Der Boden soll ja jetzt etwas auf Abstand sein, damit das Wasser unten drunter weglaufen kann. Dann machen wir den Rahmen fertig. Auf diesen Rahmen soll das ganze Vogelhaus aufbauen. Letztendlich möchte ich den Boden dann hier rausziehen können. Einfach den Boden reinigen und dann wieder drunter. Jetzt kommen die Seitenwände. Die Stützen hier oben sollen ein Schlitz sein, dass sich ein bisschen entlüftet. Jetzt haben wir das geheftet. So. Jetzt können wir von oben das gut festnageln. Am besten ihr schraubt das, das ist natürlich viel haltbarer. Nun werden wir die Seitenwände festnageln. Das so. Das bringt jetzt die Stabilität. Dann reihen wir das mal um. So, nun kommt die Rückwand dran. Dass auch ordentlich winklig ist. So, ursprünglich wollte ich einen Rahmen setzen. Der sollte so aussehen, dass man das Dach dann drauf setzt. Aber das machen wir nicht. Lassen die beiden Leisten weg. Für die Stabilität hier setzen wir hier einen rauf. Und hier hinten nageln das noch an. So, die zwei Leisten habe ich jetzt hier vernagelt. Und jetzt nehme ich doch diese noch, die wir vorbereitet haben. Und die setze ich jetzt hier rechts und links an. Gut, dann machen wir das. So, das gleiche hier. So, nun bin ich fertig mit dem Vogelhaus. Den Boden, der soll abwaschbar sein. Anschließend das Vogelhaus drüber. Ich mache das natürlich mit Schrauben, aber wie auch immer, viel besseren Holz. Das sind alles Reste. Entweder das Dach als Dachrinne oder man kann es auch so auf. Hier kann Luft reinkommen, damit die Feuchtigkeit raus kann. Ich habe vor, Klettband, das lege ich hier um und dann kann man das Klettband öffnen, nimmt das Vogelhaus runter, reinigt den Boden, setzt es wieder drauf. Und mehr ist das nicht. Man kann natürlich sich auch was anderes einfallen lassen, unter Umständen hier auch Spangen dran machen. Ich möchte es nur nicht verschrauben, dass ich immer wieder an den Boden komme. Ich habe festgestellt, der ist immer schmutzig und gut ist das für die Vögel nicht. Sollen ja nicht krank werden. Das war es eigentlich. Das ist mein Vogelhaus.